Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Suchtfreiheit. Ich bin Karin, ehemals aktive Süchtige und hochsensibel. Und mein heutiges Thema ist Suchtdruck. Suchtdruck vermeiden. Naja, also ich denke, Suchtdruck gehört mit dazu. Also mir ist Suchtdruck selber nicht ganz unbekannt, gerade aus den ersten Jahren oder in den ersten Jahren meiner Genesung. Und natürlich gibt es ein paar Empfehlungen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Suchtdruck besser zu überstehen ist, wenn ich satt bin. Ja? Wenn ich in dem Augenblick auch noch hungrig bin, ist das gar nicht gut. Und natürlich viel, viel Wasser trinken in dem Augenblick. Suchtdruck ist zumeist nach 10 bis 20 Minuten vorbei. Das sind so die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und eben auch aus dem Klinikbereich. Das heißt, diese 10, 15 Minuten tatsächlich überstehen. Ablenkung ist eine weitere Empfehlung. Also lenke dich in dem Augenblick ab. Das ist etwas, wo du selber gucken musst, was tut dir dann gut, welche Ablenkung. Bei mir war es Sport, bei anderen ist es dann eben Literatur, ja, dass man sich ausgesuchte Literatur dann vornimmt und eben liest. Und die nächste Empfehlung ist natürlich, ruf jemanden an. Ja. Teile einem Freund oder einer Freundin deinen Suchtdruck. Das ist Genesung. Ja. Das hat bei mir also wirklich Wunder bewirkt, in dem Augenblick wirklich den Stolz fallen zu lassen, ja, und tatsächlich jemanden um Hilfe zu bitten, ja, und zu sagen, du pass auf, du, ich habe gerade Suchtdruck, mir geht es gerade überhaupt nicht gut. Wichtig hierbei, jemanden anzurufen, der sich damit auskennt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich dann mit jemandem spreche, der sich mit Suchtdruck oder mit Sucht überhaupt nicht auskennt und dann mir eine völlig falsche Empfehlung gibt. Deswegen ist es ratsam, sich auch Freunde oder einen Freundeskreis aufzubauen, der sich tatsächlich damit auskennt. Ich habe, glaube ich, so in den ersten ein, zwei Jahren war es tatsächlich einmal sogar um 23 Uhr in der Nacht eine Freundin angerufen und habe gesagt, du pass auf, mir geht es im Augenblick überhaupt nicht gut. Ich wusste nicht, meine Gefühle waren durcheinander. Ich war einfach hilflos. Ja. Und diese liebe Freundin hat mich einfach bei der Hand genommen. Wir haben ein bisschen zusammen Literatur gelesen. Und nach ein paar Minuten des Teilens, dass ich meinen Schmerz, meine Hilflosigkeit teile, war es vorbei. Ja. Für den damaligen Tag, ich meine, es ist, glaube ich, mittlerweile gut 20 Jahre liegt es zurück, war es vorbei. Und auch am nächsten Tag hatte ich mit Suchtdruck jetzt wirklich keine Probleme. Und das ist das Schöne eben an guten Freunden, die ja wirklich total wichtig sind. Also, ich wiederhole nochmal, Essen. Suchtdruck lässt sich leichter überstehen, wenn der Magen gefüllt ist. Trinken, natürlich kein Bier, sondern Wasser. Traubenzucker, Buttermilch, Sport, wenn dir das liegt. Ja, Literatur, Freunde anrufen. Freunde, die sich damit auskennen. Also, ich wünsche dir alles, alles Gute in deiner Genesung, viel Freude in deiner Abstinenz und bis morgen. Ja, dieser Blog ist ein bisschen länger geworden, kein Shorty. Morgen geht es wieder weiter mit Shorts. Also, alles Liebe und tschüss.